Willkommen zurück bei Horizon Forbidden West in der Brutstätte Kappa am Pumpenraum, wo wir jetzt versuchen werden, gemeinsam hier weiterzukommen und vor allen Dingen einen Weg zu den Knotenpunkten zu suchen. In der letzten Folge habe ich hier Wasser reinlaufen lassen. Eloy, ja, die hoffen, dass wir durch das Wasser jetzt leichter an die Knotenpunkte kommen, aber ich weiß noch nicht, wie sie sich das gedacht hat. Also da wird irgendein großer Plan hinterstecken. Wir sicherlich auch noch erkennen werden. Okay. Aber genau da an der Stelle machen wir jetzt halt eben weiter. Ups. Und das Ganze nach dem Intro. Okay, hier gibt es auch einen. Zuerst etwas weiter weg. Was auch immer mit dieser Kiste beabsichtigt wird. So passt das. Jetzt sollte ich hochklettern können. Ah, super. Eloy, die Absturzkönigin. Ein Geländer. Da komme ich wahrscheinlich nicht dran. Irgendwie baust du alles um hier, Eloy. Ich habe da vollstes Vertrauen, dass wir auch hier irgendwas umbauen können. So ein Ding. Vielleicht lässt es auch das Wasser steigen. Vielleicht kann ich jetzt den Tunnel erreichen. Das ganze Ding voll mit Wasser. Wasser gestaut. Es sieht aus, als kann ich noch nicht zu dem Tunnel klettern. Vielleicht komme ich mit irgendwas zu diesem Geländer an der Wand. Was macht die denn da? Ich muss etwas finden, womit ich das Geländer erreiche. Okay, das kriege ich hier nicht raus. So bekomme ich dieses Ding nicht raus. Ich muss es irgendwie anders zum Geländer bewegen. Ups. So. Also, wenn ich es richtig... Das scheint nicht zu helfen. Wenn ich es richtig verstehe, muss ich ja den hier irgendwie rauskriegen, ne? Wenn ich das Wasser senke, könnte ich die Kiste besser platzieren. Ich muss wohl den Schalter unten... Thank you.
hasse diese Rätsel, ne? Damit kann ich den Wasserstand senken. Ich könnte mein Kistenproblem lösen. Kistenproblem? So, jetzt immer nur eine Frage. Jetzt habe ich die Kiste ja. Da rausgeholt. Aber die brauchte ich doch, um nach oben zu klettern. Wie hole ich denn das Wasser jetzt wieder nach oben? Chaka chaka, hä? Eloy. Kreislauf. Das geht auch ohne, okay. Jetzt sag nicht, ich muss die auf dem Boden dahin schieben.
Habe ich schon mal erwähnt, dass ich solche Rätsel hasse? Immer so sicher zu gehen, ne? Ein drittes Mal. Ich muss den Wasserstand wieder erhöhen und mit der Kiste zu dem Tunnel klettern. Also Eloy hat ja sonst anscheinend keine anderen Hobbys, außer hier klettern und Wasser rauf und runter, aber... Erfinderisch ist die Kleine, ne? Na, na los. Ein Weg zum Kern. Ist viel los. Säuremunition könnte dir helfen. Schon. Ei.
Das brauche ich. So. Jetzt sieht es doch schon wieder ganz gut aus. Zurück zum Kern. Puh. Wollte ich gar nicht schießen. Wenn ich weiter weg wäre. Ein Weg hier raus, aber ich kann ihn nicht erreichen. Ach, das... Ah, hier hätte ich mich tarnen können. Oh. Ja, hinterher ist man immer schlauer, ne? Niemals echt gut Städten sein, wo auch Menschen rumgelaufen sind, oder? Von hier kann ich bestimmt auf die Metallwagen springen. Wenigstens konnte man den von oben angreifen. Wasser. Viel Wasser. Drück mal zu früh R2, bevor
das hier kommt, dass ich es anvisieren kann. So. Ich kann das Ding nicht im Wasser bekämpfen. Ich muss mich beeilen. Kehre zum Pumpenraum zurück. Na, herzlichen Glückwunsch. Wo ist denn der Pumpenraum? So, ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's weiter bei Horizon Forbidden West und ich glaube, mit denen kriegen wir noch richtig, richtig viel Spaß. Also schaltet wieder ein, wenn es um die Brutstätte Kappa geht. Bis dann, ciao, ciao.